Okay Leute, es geht weiter mit Pokémon Blattgrün und wie im letzten Part erwähnt, es wird ein reiner Battle-Part. Wow. Von dem ich jetzt eigentlich ganz froh bin, dass ich diese drei Kämpfe schon im letzten Part noch geschafft habe. Denn ich werde wirklich nichts anderes mehr schaffen, außer kämpfen, kämpfen und kämpfen. Aber am besten wir fangen an. Und ich würde jetzt ganz gerne auch, ja, am besten die ganze Zeit Pikachu vorne haben, weil ich musste feststellen, dass Pikachu ziemlich schwer zu trainieren ist. Also relativ zumindest. Und ja, ich finde, das sind bis jetzt doch die besten Trainingsmethoden bis zur nächsten Arena. Und da ich Pikachu in der nächsten Arena mit Sicherheit brauche, ja, würde ich es jetzt doch ganz gerne noch trainieren. Was natürlich umständlich wird, wenn ich gleich noch vergiftet werde. Aber ihr seht schon, Pikachu hat ruckzucki bei lernen. Ein Level konnte ich jetzt noch aufleveln vor diesem Part. Und? Scheiße. So ein Mist. Was ist zu tun? Nochmal ruckzucki einsetzen. Okay. Erster Gegner ist erledigt, es kommen nur noch zwei. Käfersammler. Ach, Käfersammler Gang. Boah, Gangolf. Ich habe Käfersammler Gandalf gelesen. Und dabei gucke ich gar keinen Herr der Ringe. Ach, ist egal. Okay, Gegengift. Okay. Ach komm, Tackle. Ja, paralysiert. Okay, Pikachu ist sowieso schneller, aber ist ja egal. Donnerschock. Ach ja. Er versucht das auszugleichen mit Fadenschuss. Es wird ihm nicht gelingen. Denn jetzt ist er down. Tschüss, Mann. Und wieder einen erledigt. Und jetzt kommt noch Kakuna. Ach du Scheiße. Der hat ja noch zwei Pokémon. Okay, er kommt noch Kakuna und Safcon. Ja, man sieht, ich habe schon 2 Minuten weg und habe noch nicht mal den ersten Trainer geschafft. Was allerdings vielleicht daran liegen könnte, dass ich gerade mit Pikachu kämpfe. Egal. Donnerschock. Vielleicht spule ich auch ein bisschen vor noch, ich weiß nicht. Weil ich möchte eigentlich noch ein bestimmtes Pokémon fangen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht in diesem Part schaffen. Denn hier in der Nähe ist eigentlich schon wieder ein Pokémon, das ich unbedingt in meinem Team haben will. Es ist aber nicht ganz so häufig anzutreffen, deswegen werde ich es höchstwahrscheinlich offscreen fangen müssen. Aber okay. Okay, Pikachu, nochmal Donnerschock. Gewonnen. Und Level 12. Und wir haben Käfersammler Gangolf besiegt. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, genau. Mach ich zuerst die Noten oder mach ich erst die? Erstmal nutze ich einen Trank. So. Zu. Okay. Ich glaube, die da oben hat Nidoran. Sie sind giftig, deswegen mache ich es ihn hier. Ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Boah, so ein Arsch. Boah, das war der Typ, also, das ist der Bruder von dem Kerl aus dem letzten Part, der noch so rumgemeckert hat, dass er kurze Shorts anhat. Also, Shorts sind ja immer kurz. Dass er Shorts anhat und dass er dann wegen Brennnesseln und so und. Ein Arsch halt, ne? Ach ja, Habitak. Eigentlich ziemlich stark für ein Vogel-Pokémon, finde ich. Hat meistens gute Angriffswerte, aber gegen Pikachus Donnerschock keine Konkurrenz natürlich. Und weg. Das war alles? Okay. Ah, das hast du verdient, nachdem was du deinem Bruder angetan hast. Okay. Moment. Dein Bruder ist ein Arsch. Dann geht's hier weiter. Oh. Oh, ich habe echt schon fast geschafft. Was? Ich habe das so viel länger in Erinnerung, dass da viel mehr Trainer sind. Aber zumindest, dass die Kämpfe länger dauern. Habe ich das echt schon gleich geschafft? Okay. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel dieses Radfranz. Das mich irgendwie jetzt schon nervt, obwohl es noch gar nichts getan hat. Und ruckzucki. Ach ja, Routenschlag, egal. Nochmal, ruckzucki. Okay. Und was hast du sonst noch so? Ein Nidoran. Übrigens, Nidoran, also, ist eigentlich genau das Pokémon, das ich in meinem Team haben will. Obwohl ich ja die männliche Version eigentlich besser finde, aber okay.
Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, die haben extra für Nidoran zwei Versionen gemacht. Und zwei verschiedene Pokémon. Nidoran weiblich und Nidoran männlich, die auch beide jeweils unterschiedliche Entwicklungen haben. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Wenn man vielleicht die Endentwicklungen sieht, dann kann man daraus vielleicht noch einen gewissen Sinn schließen. Na, okay. Und Level 13 erreicht. Sehr schön. Und gewonnen. Natürlich. Bleibt immer nett. Was bin ich denn sonst? Okay. Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Das freut mich. Los, Pikachu! Donnerschock. Raupi Level 11. Wer lässt sein Raupi bis auf Level 11 nicht weiterentwickeln? Aber okay, jeder wie er will. Gewonnen. Komm, jetzt kommt ein zweites Pokémon noch. Oh, der hat nur zwei. Tatsache. Das finde ich gut. Ist auch auf Level 11. Warum lässt man die nicht weiterentwickeln? Härtner, komm. Härtner schützt, glaube ich, überhaupt nicht vor Donnerschock, oder? Nee, ich glaube nicht. Tja, das nenne ich mal Pech. Tschüss, Mann. Sehr schön. Und wir haben Käfersammler Gernot besiegt. Ja, ich finde das Klischee stimmt. Die haben alle ziemlich seltsame Namen. Genau, die will auch noch kämpfen. Huch, sollen das einfach Annäherungsversuche sein? Nee. Guck mal, so schlecht sieht die gar nicht aus. Aber vielleicht etwas zu jung, aber okay. Pummeluff. Oh nein. Ich verbinde in diesem Spiel so viel mit Smosh. Es kam ja vor kurzem erst ein neuer Pokémon in Real Life Teil von ihm raus und da ging es größtenteils nur um Pummeluff und es war episch. Nein doch, also das war ziemlich cool. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Und Pikachu ist eingepennt. Na toll. Ah, ich wechsle Pikachu einfach aus, oder? Gegen Shillock. Los, Shillock. Ach, Aussetzer, komm. Los, Shillock, Aquaknarre. Ach, du Scheiße. Boah. Wie kann Gesang eigentlich nicht treffen? Da müssen wir sich doch schon die Ohren für zuhalten, oder? Oh, Mann. Komm, das bisschen. Und Tackle. Ha. Gott, wie unnötig. Komm, mach voran. Tackle. Was zum? Mann. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt benutze ich Blubber. Was ist nicht anders gewollt? Blubber. Von Seifenblasen erschlagen. So. Gewonnen. Okay. Ich glaube, so ein bisschen durchs hohe Gras, aber nicht mit Pikachu vorne. Mit Taubsi. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ein wildes Pokémon. Das ist bestimmt ein Pummeluff. Ha. Aber Pummeluff fange ich mir noch nicht. Weil Pummeluff will ich nicht in meinem Team haben. Oh, Level 7. Kann man auch noch ganz gut trainieren. Okay. Ich glaube, der will nicht kämpfen. Ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus der Azura City ist sehr beschwerlich. Ziemlich unlogisch, weil eigentlich kommt man so gesehen gar nicht von Azuria City zum Mondberg. Also das da vorne ist ja der Mondberg, also von da aus kommt man eigentlich gar nicht dahin. Man kommt nur von hier bis nach Azuria City. Aber ich glaube, ihr werdet schon sehen, was ich meine. Es kann auch sein, dass ich mich irre, aber... Nee, ich meine, sofern der keine Wasser-Pokémon hat, geht das nicht. Aber ich weiß es nicht, ich habe das lange nicht gespielt. Ach egal, ich gehe jetzt ins Pokémon-Center, fange das Pokémon an, leider offline. Und ja... Dann ist der Part eigentlich schon wieder rum. Nein, eine Sache will ich noch zeigen. Die ich vielleicht sogar gemacht hätte, wenn ich mir nicht ein Wasser-Pokémon als Starter ausgesucht hätte. Aber egal. Nein, Shillock ist cool. Dieser Typ hier verkauft einem nämlich ein Pokémon. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Karpador für läppische 500 Poké. Interessiert? Nee, wir haben ein Wasser-Pokémon, danke. Wobei Karpador eigentlich nichts kann, aber wenn er sich weiterentwickelt zu Gyarados, das ist krass. Naja. Okay, Leute, dann bleibe ich jetzt hier stehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!